Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Ihr wart sehr, sehr traurig, als ich die NET 57 Gauner Tresurbox nicht vorgestellt habe, als das Album released wurde. Ja, deswegen habe ich mich nochmal in den Saturn geschmissen und dort eine Menge Boxen nachgekauft, die ich sozusagen übergangen habe. Und auch diese 39,99 kostet sie, gab es ja nie auf Amazon, deswegen habe ich sie damals auch nicht vorbestellt. Frage mich, warum das so ist. Dasselbe übrigens bei Neo Unleashed. Die Box werde ich nicht vorbestellen, weil der die nur auf seiner eigenen Internetseite verkauft. Verstehe ich nicht, was das soll. Naja, so viele wird er davon anscheinend nicht umsetzen, weil man sich ja da erst anmelden muss und so weiter und so fort. Außer er schickt sie mir zu. Dann läuft das natürlich. So. Das ist die Box, die ich leider nicht in der Beschreibung verlinken kann. Aber das MP3-Album und die CD des Albums wird verlinkt, sowie das Messer. Viel Spaß damit. Ja, ihr müsst selber mal auf saturn.de oder halt in eurem Saturn schauen, ob da noch welche rumstehen und vielleicht an der Kasse fragen. Die kriegen bestimmt noch welche ran. Sonst ist es nicht so leicht, einen zu bekommen. Ratos Locos Records präsentiert. NET 57 Gauner Tresor. Das sieht ja aus wie ein antiker Tresor auf jeden Fall. Ja, interessant. Auf der Rückseite finden wir dasselbe. NET 57 Ratos Locos. Und yep. Sieht ganz cool aus, die Box auf jeden Fall. Und ja, die Box an sich besteht aus zwei Teilen. Das gefällt mir immer sehr gut. Die ist äußerst ja, dickwandig und hochwertig designt. Die ist auf jeden Fall gut da, um sie zu verwenden, um andere Dinge drin zu lagern. Wie zum Beispiel feinste Haze-Knollen, um mal etwas Abwechslung hier reinzubringen. Dann haben wir ein T-Shirt. Baggies. Patch. Werbung. Aufkleber. Autogramm. Booklet. CD. Noch eine CD, Instrumentals und ein Poster. Das nenne ich mal einen Inhalt. Wenn wir dann die Mark Forster Box zurückdenken, da ist ja gar nichts drin. Fangen wir an mit dem Poster. So. Ich muss sagen, NET 57, mir fällt jetzt gar kein Song ein. Der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber das werde ich definitiv nachholen. Das Album wird gepumpt. Zwei Tracks habe ich schon mal gehört. Ist ein guter Rapper, kann man nichts sagen. Wer ihn nicht kennt, sollte das ändern. Was ist er? Lansdale-Jacke. Ehrenmann. Endlich mal jemand, der das aufträgt. Das ist halt ein ganz einfaches Bild, wie er hier am Block chillt. Ja. Ist zwar kein Block, aber es ist halt anscheinend sein Viertel. Und auf der Rückseite des Posters haben wir dieses Motiv hier. Das ist er sitzend auf diesem Sessel. Die Jacke matcht dem Sessel. Sehr nice. Holzbasie, noch oldschool, nicht aus Alu. Ratos Locos Logo und in den Ecken diese Verzierungen. Das ist auf jeden Fall cool. Sowas kann man sich definitiv ins Zimmer hängen, wenn man Fan ist von einem Rapper. Der hat, Mann hat verstanden, was auf dem Poster gehört. Das gefällt mir. So. Geht das jetzt zusammen hier? Immer nicht so einfach. Dann haben wir hier die Instrumentals. Rückseite schwarz, dann die Instrumentals, der Tracks. So. Die Tresor-EP. Die ist anscheinend nur dabei, wenn man die Box hat. Junge, Junge, dieses Gesicht. Das sind nochmal 5 Tracks. Nicht schlecht. Bin ich auch drauf gespannt. Zum Beispiel bei der 187 Straßenbande, die EP von Saphir. Die ist ja fast schon so gut wie das ganze restliche Album. Also nur so als Beispiel. So eine EP ist meistens gar nicht so schlecht. Das ist dann die CD. Im Crystal Case oder wie das heißt. Gefällt mir sehr gut. 17 Tracks, also insgesamt 22. Nice, das ist nämlich ein richtiges Album.
Features: Oleksesh Kirkevelli, Telly Tells, Jesus Abdel. Abdel, ist das jetzt Abdel Rahim oder ist das LG? Oder Abdel kenne ich jedenfalls nicht. Das war's. Das werde ich noch als Soloalbum durchgehen, von den Features her. Dann wieder die CD. Ein paar Fingerabdrücke rechts unten. Und RL, also Ratos Locos Codex, steht nochmal hier. Respektiere dich und deinen Nächsten. Verhalte dich deinem Umfeld gegenüber in jeder Situation loyal. Die Familie ist oder dumm. Die Frau eines Freundes ist tabu. Das nenne ich ehrenhafte Grundsätze. Ja, hier sieht man nochmal diesen Mann. Wenn ich sowas sehe, das ist nicht schlecht. Ja, jetzt macht er gerade den guten Eindruck, den ich als erstes bekommen habe, zunichte. Ich weiß ja nicht, was der Mann mit diesen Bildern zum Ausdruck bringen möchte, aber schön ist es nicht. Ja. Das ist in Gauna, aber der Rest ist halt asozial. Das sind solche Spielotheken, Ottpäckchen rumtragen, Leute, die hier nicht wirklich was verloren haben. Aber naja, man repräsentiert halt das, was ihm selbst gefällt. Net 57 Gauna A Cappella Download Gutschein auf rotoslogos.de. Cool. Kann man noch die A Cappellas zum Remixen downloaden und Merchandise erwerben auf dem Internetseite. Das Lyric Booklet gibt's noch. Das nenne ich mal Booklets. Also es gibt ein Fotobooklet und ein Lyric Booklet. Anscheinend war das alles zu fett, wenn es in eins gekommen wäre. Finde ich aber auf jeden Fall gut, dass der Mann hier noch Wert drauf legt, dass man die Texte nochmal separat hat. Das sind halt die Texte der Songs. Cool. Das ist ja nicht ein Autogramm. Eine Ehrenunterschrift. Einfach nur Nate 57. Cooles Bild. Hilfiger und das Locos Merch. So muss das aussehen. Fallen euch auch diese Verzierungen an den Ecken auf? Das ist irgendwie schön. Und auf der Rückseite. Autogrammkarte. Danke, dass ihr es nochmal hingeschrieben habt. So. Das ist ein Aufkleber. Das ist wirklich ein Aufkleber. Einer der größten, die ich je gesehen habe. Das ist kein schönes Motiv. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich immer wieder, was man mit so einem Foto hier zum Ausdruck bringen soll. Dieser Gesichtsausdruck, ich finde das jetzt nicht schön. Naja, aber es ist ein gigantisches Abziehbildchen, wie man hier in Ostdeutschland sagt. Falls einem das Motiv gefällt, kann man es hinkleben, wo man möchte. Nett. Dann hat man hier noch ein Patch, das kann man dann auf seine Bikerjacke aufbügeln. Fresh auf jeden Fall. Ratos Locos. Cool. Und in dieser Tüte, also in diesem Baggie, haben wir noch ein paar Baggies. Drei Stück. Ganz cool auf jeden Fall. Darin könnte man etwas Gas transportieren, falls man es denn konsumiert oder damit seinen Lebensunterhalt bestreitet. Nun, das ist die Box. Jetzt habe ich fast das T-Shirt vergessen. Ich raste gleich aus. So. Selbstverständlich könnt ihr nochmal auf Instagram vorbeischauen. Da lade ich nochmal ein Foto hoch, auf dem ich dieses T-Shirt auch tragen werde. Oh. Boah, dieser Gestank. Gillen Softstyle Ringspan Größe L Made in Bangladesch. Ich hätte das Etikett gar nicht anschauen müssen, ich hätte es euch auch sagen können. Nun, Nate 57 Gauna. Das gefällt mir als T-Shirt-Motiv ziemlich gut. So muss das aussehen. Das ist zeitlos. Das ist nice. Das hat nicht zu viel Aussage. Ist ein einfaches weißes Motiv auf einem T-Shirt und nicht nur eine 0815 Paint-Schriftart. Ist zwar simpel, aber das ist ein T-Shirt, was ich auch selber tragen würde, beziehungsweise werde, falls niemand die Box dann haben will. Ja,
Zu dem T-Shirt an sich habe ich, glaube ich, schon oft genug was gesagt. Das ist ein billiges Ding, was für 50 Cent irgendwo hergestellt wird und was noch nach dem Schweiß der Kinder stinkt, die dafür gepeitscht wurden, um es herzustellen. Naja, ist ja immer dasselbe, da kann ja dann der Rapper nichts dafür, wer das Zeug herstellt. Jedenfalls ist das eine richtig fette Box, vollgepackt mit Zeug. Also jetzt nicht wirklich wertvollem Zeug, was jetzt den Preis von 40 Euro wirklich erklären würde. Aber es ist halt eine Menge dabei. Aufkleber, Poster, zwei Booklets, die CD, EP, Instrumentals, paar Baggies, Patch, Werbung, Autogrammkarte, das T-Shirt und die coole Box. Ist jetzt komplett Geschmackssache, ob eben, naja, das Geld wert ist. Liegt sicher daran, ob man Fan oder Supporter ist. Sonst, ja, habe ich halt meine Meinung gesagt. Wenn ihr meine Videos anschaut, beziehungsweise mich abonniert, dann macht ihr das, um meine Meinung zu hören und nichts anderes. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Vielen Dank fürs Ansehen dieses Videos und ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten wieder. Dann kommt, ja, von Silla vom Alk zum Hulk. Tschüssikowski.